Hallo Freunde und willkommen zurück zu Neo. Zur vielleicht letzten Woche. Wir haben hier noch zwei Nebenmissionen offen, wobei die eine, weiß ich nicht, will ich nicht. Aber der Meister Ninja steht noch aus. Und ich weiß halt nicht, es klingt halt schon hart danach, als wäre das mehr oder weniger auch wieder ein kleines Gauntlet. Aber wir werden sehen. Oder es ist einfach nur ein Bossfight. Ja. Moment, Jin Hayabusa ist das nicht aus den Ninja Gaiden? Bei ist ja Ninja Gaiden ist ja auch von Ao. Von den komm schon. Von den Machern von. Also von dem. Von Team Ninja. Ist ja auch Ninja Gaiden. Meine ich. Bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich meine da sowas im Kopf zu haben. Was echt cool wäre. Beziehungsweise was halt echt cool ist, muss man sagen. What? Alter, macht der einen Schaden. Ja, hat auf jeden Fall gut was an Techniken dabei. Okay. Wurmt halt, dass das irgendwie mit dem Ranziehen nicht funktioniert, aber gut, das wäre wahrscheinlich auch zu broken, oder? Jawohl. Aber interessant ist, dass er halt auch mit unserer Gaba noch zusätzlich wird. Oh, 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 kacke. Nö. Oh. Mal. Okay, ne, funktioniert doch. Jetzt nur die Ecke immer geblockt oder ist ausgewichen. Oh. Bin ich gerade gegen. Nein. Krieg dich doch nicht hinter dem scheiß Felsen. Okay. What? Okay. Interessant. Mal gucken, dass wir ihn da immer rausfischen. Das wird ganz sinnvoll sein. Noch getroffen. Ist mich persönlich sehr überrascht, aber aufgekommen.
Au, au, au. Der Typ hat scheiße viel Schaden. Das muss man ihm lassen. Ich würde generell mal wieder anfangen, Schuriken zu werfen. Bist du auf eine scheiß Feuerschuriken zu werfen? Ich bin hier der Schurkenmeister. Das ist nicht gut. Friss Schuriken. Okay, also Feuer macht ihm auch recht wenig. Das war gut. What the fuck? Dann rastet halt noch ein bisschen mehr aus. Okay, schießt durch das Ding durch. Nein, du dreckiger Drecksack. Der hat auf jeden Fall Techniken drauf, die wir, glaube ich, gar nicht lernen können. Was ich frech finde, möchte ich mal dazu sagen. Virgin. Was du? Uff! Alter! Komm halt noch nicht mal raus. Zwei Schlägen kaputt. Wenn ich ihn mal treffe, ist schon echt Glückssache eigentlich. Okay, der wollte sogar springen. Interessant. So. Was hat der damit für eine Breite in diesem Angriff? Was will ich mal... Ich mach mal wieder auf. Dinger zu holen. Sterblichkeit. Ah. Ich fange noch mit deinem scheiß Feuerball wieder an. So klar. Du bist anstrengend, Typ. Das ist echt nicht feierlich. Ist man schon mega weit drin. Und William blockt halt nicht mehr.
Also ich sag mal so, gegen den muss man echt wesentlich mehr in Leben investiert haben. Das hat mich getroffen. Jetzt mich doch verarschen. Okay, wenn ich da zu nah an ihm dran bin, macht mir das auch viel Schaden. Mann, dass dieser scheiß Sturmangriff nicht trifft. Hier ist echt keine angenehme Stelle für den Kampf gegen ihn. Ja. Shit. Shit, 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 shit. Selbst das Heranziehen macht mir schon die Hälfte meines Lebens an Schaden. Also, ich würde jetzt gerne eigentlich nur meinen Stuff hier abholen. Interessant, dass die da voll Angst. Aber der steht halt auf und pullet mich. Instant. Der kombot mich einfach nur weg. Also der eine Versuch war super. Also semi. Hat ja nicht funktioniert, aber der war noch am besten. Aber ich würde fast sagen, das verschieben wir mal. Da muss ich mich jetzt gerade nicht mit rumprügeln. Das machen meine Nerven, glaube ich, nicht mit. So, gehen wir nochmal in die anderen Region. Denn hier hat sich ja was aufgetan. Die zwei Könige Neo. Hier. Neue Nebenmission. Gut, ich würde auch sagen 139, 132. Fangen wir mit dem an. Wobei, ne, den haben wir schon geschafft, die Nebenmission. Die Nebenmission fehlt noch, die Nebenmission fehlt, die Nebenmission fehlt und die Nebenmission. Also 139 dann. Ja. Fürst Muneshige und Tadakatsu. Ich weiß nicht mehr. War das nicht der eine mit dem Blitz und der andere mit den mit der Erde? Ich meine, das waren die beiden. Ja. Na gut, wir sind ja einiges gewachsen im Laufe der Zeit. So, du lässt mich mal gerade in Ruhe. Ja. Interessanterweise hast du mich nicht getötet. Das hat mich persönlich überrascht. So, Moment. Ja, das macht's halt schon echt
wesentlich leichter. Nee. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Nicht übermütig werden. So. Okay. Jetzt fängst du mit deinem Hirsch an. Hey. War doch gar nicht so schwer jetzt. Das war schon... Damals war es wesentlich härter. So. Sehr schön. Das erledigt. Können wir das jetzt... Das hier langsam aber sicher abhaken. Dann haben wir wenigstens noch ein Erfolgserlebnis. Ich habe nur gescherzt und doch, du hast es geschafft. Du hast sie beide besiegt. Das kann kein Fehler mehr sein. Als Krieger hast du dir höheres Ansehen als die Neo selbst verdient. So, 141, 155 und 145. Also erstmal die hier. Ich spüre ein gigantisches Gewirr aus Ki-Energie rund um den Honnoji-Tempel. Den Menschen, die dort leben, ist noch nichts zugestoßen, aber könntest du dich bitte dort umsehen, diese Kraft? Das ist doch sicher nicht. Sanjin sei auf der Hut. Ja, jetzt müsste man, glaube ich, gegen die Ace Lady und den komischen anderen Typen hier töten, angehen. Ace Lady hat halt den Vorteil, dass sie nicht unanfällig gegen unsere Wasserwaffe sein wird. Ja. Nobunaga, genau, das war ja der Big Bad Bösewicht oder so. Und wir machen kurz Lady ein bisschen auf Eis legen. Okay, also Schaden macht der Typ noch. Das muss man ihm einfach lassen. Ja, wir regenerieren gerade kaum Ausdauer in diesem scheiß Ki-Gedöns. Dran. Was sagt? Ja. Au. Ja. Hey. Lassen wir das mal kurz, ja? Jetzt können wir doch reden. Das
Also, Schaden gefressen haben wir, aber wir haben gewonnen. Sehr gut. Ich weiß nur nicht mehr, was das letzte Duo ist. Bei bin mir nicht 100% sicher, waren das nicht die beiden Typen, wo der eine erst wesentlich später auftaucht. Wenn wir Glück haben, dann ist es das. Dann war es Fürst Nobunaga. Ich wusste es. Es scheint fast, als würde sich mein Fürst darauf freuen, dich wiederzusehen. Er hat immer das Neue und Ungewöhnliche geliebt und vermutlich gehörst auch du dazu, Sanjin. Wärst du einige Jahre früher angekommen, hättest du vielleicht an seiner Seite reiten können, so wie Fürst Yasuke. Oh, okay. Rückkehr des Kürbisses. Na, fuck. Aber wir haben noch zwei andere Nebenmissionen vorerst hier vorliegen. Und ich würde sagen, die gehen wir in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hier morgen wieder zu Nioh. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.